100 Jahre Verfassung. Und da im Landesarchiv liegt sie. Artikel 2 definiert die Staatsform. Das Fürstentum ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage. Die Staatsgewalt ist im Fürsten und im Volke verankert und wird von beiden nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Verfassung ausgeübt. Dieses Miteinander von Fürst und Volk wird auch als Dualismus bezeichnet und prägt das gesamte politische System Liechtensteins. Hinter mir sehen Sie Schloss Vaduz, der Wohnsitz der Fürstenfamilie. Der Landesfürst vertritt als Staatsoberhaupt den Staat nach außen. Auch verlangt das Inkrafttreten jedes Gesetzes die Sanktionen durch den Landesfürsten. Im Weiteren ernennt er die Regierung auf Vorschlag des Landtages und bestimmt auch die Ernennung von Richtern mit. Hinter mir befindet sich das liechtensteinische Parlament, der Landtag. Alle 4 Jahre werden die 25 Abgeordneten nach dem Verhältniswahlrecht gewählt. Der Landtag beschließt Gesetze und internationale Abkommen, fasst wichtige Finanzbeschlüsse, ist für die Kontrolle der Regierung zuständig und genehmigt die Jahresberichte staatlicher Einrichtungen. Gleich neben dem Landtagsgebäude befindet sich die Exekutive. Die Regierung setzt sich aus dem Regierungschef und 4 Regierungsräten zusammen. Sie agiert als Kollegialorgan und ist sowohl dem Landesfürsten als auch dem Landtag verantwortlich. Die Regierung ist das oberste Exekutivorgan. Als solches soll sie aber nicht nur verwalten, sondern bestimmt auch zu einem großen Teil den Kurs unseres Staates in der Innen- und Außenpolitik. Eine Besonderheit Liechtensteins ist die Vielzahl an direktdemokratischen Rechten. Dazu zählen insbesondere das fakultative Referendum und die Volksinitiative, welche beide auf Verfassungs- und Gesetzesebene eingesetzt werden können. Im langjährigen Durchschnitt findet in Liechtenstein jedes Jahr eine landesweite Abstimmung statt. Aber auch die Gemeinden, Interessenverbände oder zivilgesellschaftliche Organisationen spielen eine wichtige Rolle im politischen System Liechtensteins. Im Rahmen der Vernehmlassung sind sie in die Gesetzgebung eingebunden. Allerdings ist die Gesetzgebung Liechtensteins stark von der Mitgliedschaft im europäischen Wirtschaftsraum und der Zusammenarbeit mit unseren Nachbarstaaten Schweiz und Österreich geprägt. Für einen kleinen Staat wie Liechtenstein trägt eine aktive Außenpolitik dabei wesentlich zur internationalen Anerkennung bei. Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird in erster Instanz durch das Landgericht, in zweiter Instanz durch das Obergericht und in dritter und letzter Instanz durch den obersten Gerichtshof ausgeübt. Neben dem Verwaltungsgerichtshof wird dem Staatsgerichtshof eine besondere Rolle zuteil. Er ist ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbstständiger und unabhängiger Gerichtshof. Im internationalen Vergleich entspricht er einem Verfassungsgerichtshof. Seit 1921 haben alle Gerichte ihren Sitz in Vaduz. Das politische System Liechtensteins zeichnet sich durch eine hohe Stabilität aus. Die Basis hierfür bildet eine politische Kultur, die stark auf die Einbindung aller Akteure und die Schaffung einer möglichst breiten Übereinstimmung bedacht ist.